In letzter Zeit stellt sich ein erhöhter Bedarf nach Aussteigeprogrammen für Personen aus sozialdemokratischen Strukturen heraus. Auf unserer Suche nach einem Insider sind wir auf das langjährige Mitglied der jungen Sozialistin Willi gestoßen. Unter Voraussetzung der Anonymisierung war er bereit, mit uns an einem sicheren Ort zu sprechen. Auf diese Weise einen Einblick in die sozialdemokratische Szene zu erlangen, konnten wir uns nicht entgehen lassen. Als wir in unserem Gespräch zur Frage des familiären Hintergrundes kamen, brach es aus Willi heraus. Ja, irgendwie fing das bei mir schon ganz früh an. Denn schon meine Eltern und meine Großeltern waren Sozialdemokraten. Da war es für mich Alltag, dass ich auf Parteifesten und Wahlkampf mit dabei war. Aber wie besinnungslos Bratwürste sich hineinschieben und alten Säcken die Hand geben, das ging mir relativ schnell gegen den Strich. Ich meine, ich finde die ganze Idee, so Sozialismus und so, auch gut und darum bin ich dann auch später den Jusos beigetreten. Da gab es ja noch weniger Bratwürste und alte Säcke, aber so richtig Politik gemacht wird da auch nicht. Es geht ja dann schnell nur um Posten und Geldrumgeschiebe. Das ist schon frustrierend. Ich meine, ich hätte mir gehofft, wir machen was gegen Rassismus oder Faschismus oder so, oder lesen mal einen Text zu Feminismus und diskutieren den. Ich meine, so wie die Gesellschaft gerade funktioniert, das ist ja schon echt blöd und ich will ja auch was verändern. Und was machen wir faktisch? Wir sitzen uns die Ärsche im Stupabund und streiten uns um kleinste Geldbeträge und verhindern im schlimmsten Fall noch, dass aktive Leute wirkliche Politik machen können. Zu Willis Glück konnten wir ihn an das Aussteigeprogramm von Diplompsychologin Heide Simonis vermitteln, die sich schon seit geraumer Zeit intensiv dem Thema Sozialdemokratie mit einer psychologischen Perspektive angenommen hat. Wie wir am Beispiel von Willi feststellen konnten, ergibt sich aus der Gleichzeitigkeit von sozialdemokratischer Sozialisation und dem politischen Bestreben, aus der Welt eine bessere zu machen, ein unlösbares Dilemma. In unserem Programm achten wir natürlich darauf, dass das Gemeinschaftsgefühl der Menschen bestehen bleibt, dass sie den Eindruck haben, sie können auch Rückschläge, wie zum Beispiel der Geruch von Bratwurst, der sie an bestimmte Kindheitsmomente erinnert, an Bürgermeister, Händeschütteln, an Parteiveranstaltungen, dass diese Rückschläge, diese Erfahrungen, die sie gemacht haben, gut aufgefangen werden.